Plündern einen Outpost. Jo. Jetzt hatten wir aber schon lange keine Voice-Chat-Konversation mehr mit anderen. Es wird mal wieder Zeit. Es wird mal wieder Zeit, dass wir mit ein paar diskutieren müssen. We are friendly. Denen mal wieder erklären, dass das Spiel ein Piratenspiel ist. Dass hier keine We are friendly gibt. Wir können dann auch wieder tauchen, hier ist auch wieder nichts mehr. Wir hätten so einen Schlüssel für so einen Vault, falls wir den machen wollen. Der bringt eigentlich auch gut was, ne, glaube ich. Ich habe den noch nie gemacht. Ich habe den auch, ich kenn den nicht. Keine Ahnung. Bitte? Ich habe den, glaube ich, auch noch nie gemacht. Dann machen wir es nicht. Ich habe es nämlich auch noch nie gemacht und wenn wir nicht wissen, wie das geht, dann lassen wir es. Oh Gott. Ei, ei, ei. Ja, aber... So schwer kann das doch eigentlich nicht sein, oder? Ich weiß ich nur, ganz man ehrlich, muss den Schlüssel mal einsetzen. Ich hab eher Bock, jetzt ein bisschen Action wieder zu machen, andere versenken. Was brauche ich denn? Welche, die ein bisschen mit uns diskutieren. Vault ist okay, aber nicht der beste Loot, ja. Ich denke auch, also Event wird natürlich immer mehr bringen, ja, was für uns holen. Kann man den verkaufen, den Schlüssel? Ja, 4K war der wird. Oh, okay. Ja, siehst du, hat sich doch gelohnt. Tauchen wollen wir? Ja. Ist das vor uns ein Schädel oder bin ich gerade ein bisschen daneben? Das ist ein Schädel, ja. Ja, ich dachte gerade, weil man nur ein Auge sieht. Aber ein normales Skelett vor ist das. Weiß nicht, sollen wir das machen oder? Das sind Gegner. Oder nee, das sind. Das sind. Hab nichts gesagt. Was hast du gesehen? Ich hab wieder diesen komischen Turm. Die da außen rumstehen, wieder mit dem Schiff verwechselt. Der Anfänger von mir. Also Skelettfort machen oder tauchen? Ich würde sagen, wir tauchen. Jo. Skelettfort Loot lohnt sich einfach gar nicht, finde ich. Das ist nur reine Zeitverschwendung. Gewotet, ja. Hast du das heute mitbekommen, Dr. Klokopf? Ich mache wahrscheinlich entweder nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende Elden Ring Marathon. Elden Ring. So lange, bis ich durch bin. Ey, ey, ey.
Muss ich mal gucken. Wann wird nächstes so? Also ich glaube, ich breche weniger an dem Game. Ich glaube, ich breche mehr an den Leuten, die in den Stream kommen und mich einfach abfucken mit ihrem Backseat-Gaming und allem. Also an Anzi Nono. Nee, Anzi muss man ehrlich sagen, der ist da wirklich, der flamet sogar die Leute, die Backseat-Gamen und sowas. Das stimmt, ja. Eher die Leute, die in den Stream kommen und einfach ungefragt die ganze Zeit dir erklären wollen, was du machen sollst. Was ist das hier? Warum bin ich in einem Felsen mit dem Schiff? Was? Ich bin irgendwie im Felsbrand gewesen, unter Wasser. Bei Elden Ring auf jeden Fall gutes Game. Oh. Kein Event, ne? Irgendwie. Nee. Ah doch, da hinten. Das, was man halt nicht möchte. Ich war schon ziemlich weit in dem Game, Luftschuss. Mal. Ich kann jetzt zwar nicht genau sagen, wo ich war, aber ich hatte schon... Ich weiß, gibt's da nicht so diese Oberrunen oder so, die man da holt? Von den Bossen da, wo die Flammen hinzeigen? Ich glaube, da hatte ich 2 oder 3 down von. Da ist ein Viererschen Reaper auf dem... Wo? Server hier. Die sind beim Schnitter versteckt. Raus. Ja, okay. Dann geben die wahrscheinlich gerade ab. Dann fahren wir. Dann machen wir direkt wieder. Die fahren davon weg. Die fahren davon weg. Ja, dann haben die abgegeben. Aber das macht jetzt keinen Sinn, dahin zu fahren. Nee, das macht. Wir voten. Wir gehen direkt wieder auf einen anderen Server. Seelenorden habe ich jetzt auch schon wieder auf 63, ey. Seelenorden bin ich schon wieder auf 70. Da bin ich am weitesten aktuell. Ich glaube, wir sind zu schnell. Oh. Rechte Seite. Ah, okay. Ich habe leider meinen Dash verkackt. Kein Problem. Egal, geht eh drüber. Nee, nee, drüber. Nee, nee. Wir sind drauf. Ja, ja, aber kein Loch. Wir haben kein Loch. Ich weiß, wie man das macht, dass das Schiff, nee, dass dem nichts passiert. Ich bin da drin Spezialist. Ich kann über den Reaper Hideout fahren, ohne dass uns was passiert. Ah ja. Oh, jetzt, da haben wir ein Loch. Jetzt, wo wir nicht mehr dran sind, da bekommen wir dann Loch. Aber hier scheint wieder nichts zu sein, oder? Was ist das denn? Licht. Und direkt weiter. Ah, da vorne gerade eine Sloop noch gesichtet.
wieder nichts, oder? Hm. Ah doch, hinter den Wolken rechts von uns. Aber nur ein Schädel. Ha. Fahren wir mal jetzt hier kurz ein bisschen rum. Wir gucken mal, ob wir hier was finden. Na? Wieder eine Reaper 4. Und eine Reaper 1. Unfassbar. Wir haben einfach schon 16:30. Das kann nicht wahr sein. Ja, ein Sea of Thieves vergeht die Zeit auf jeden Fall. Ich bin seit 8 Uhr bin ich schon dran. Ich habe heute Morgen die ganze Zeit alleine gezockt. Ich bin heute erst um 6 nach Hause gekommen. Und 2 Stunden später bin ich in SOT gegangen, Dr. Klokopf. Und habe ganz alleine ein Geisterschiff-Event gemacht. Ein Geisterschiff-Event? Ja, das mache ich aber nicht nochmal alleine, das ist so nervig. Das mit der Festung oder? Geisterschiff. Also das ist ein Tornado, der World Event ist. Also ja, der. Der ist. Moin, Seth. Alles gut? Boah, hier ist ja wieder auch nichts, ey. Warum ist denn so tote Hose gerade? Hm.
müsste mich navigieren. Ja. Einfach geradeaus müsste sich ausgehen. Jetzt dann gleich ein bisschen nach links. Jetzt sehr, ja, jetzt nach links. Passt so? Könnte knapp werden. Ja, jetzt geradeaus. Ja, passt. Ach komm, wir gehen tauchen. Das ist ja geisteskrank. Wie funktioniert das mit den Belohnungen? Es steht, dass man auf einen anderen Livestream wechseln soll, oder habe ich das falsch verstanden? Du guckst einfach einen Stream und dann sammelst du da die Belohnung. Du kannst nur nicht in einem anfangen zu sammeln und dann zu einem anderen wechseln. Das geht nicht. Dankeschön übrigens an die ganzen Follows, die auch reingekommen sind, Leute. Vielen, vielen Dank für euren Support. Oh oh. Was ist oh oh? Am Handy habe ich gerade kein Internet mehr. Ich hab. Ah, jetzt geht's wieder, okay. Ich dachte gerade schon, jetzt gleich wieder der Router weg. Hat. Sind wir bei der Festung? Nee. Ja. Aber. Die ist hinter uns, die Festung. Und wieder nichts los. Du kannst die Drops zum Beispiel hier anfangen und bei anderen Partnern beenden. Bist du dir sicher, Schnitterherz? Gut, haben die meisten eh nicht nötig. Der Stream läuft ja noch ein bisschen. Ja, sollen wir nochmal tauchen oder würde ich sagen. Auch wenn wir in meinem Lieblingsgebiet hier unterwegs sind. Dann tauchen wir nochmal. Ist halt weit und breit mal wieder nichts. Ich habe alle Drops hier bekommen. Hypermelonen, Liebe geht raus. Mission liegt. Dann wird nochmal getaucht. Let's go! Was sind die Belohnungen von den Drops? Kannst du hier oben sehen. Guck mal, kriegst zum Beispiel einen Anker. Oder es gibt auch, glaube ich, Kanonen. Und einen Krug. Alles Mögliche. Da siehst du Kanonen. Und ich glaube sogar noch einen Schiffskin gibt es sogar. Wir wechseln damit gerade die ganze Zeit den Server-Crasher.
Du kannst jetzt direkt zu Missionen tauchen und so. Oh, Schiff vor uns. Wie? Was? An der Insel steht ein Schiff. Alter! Das ist aber... Shoot, shoot, shoot! Geh rüber. Ja, geh rüber, der will gerade an sein Dings da. Eines tot. Ich glaube, der ist bei sich an Bord gegangen. Ja, einer ist an Bord gegangen. Nee, das bin ich, das bin ich. Ach, du bist das, okay. Kannst schießen, Noah. Ja, ich hab grad jetzt. Irgendwie will er nicht respawnen. Warum treffe ich heute nichts? Was ist das denn jetzt? Jetzt. Ist sank. Segel vorne hoch. Anker. Hey, die haben Chain. Also die haben einen Standard-Supply drinne. Ich würde sagen... Oh, und die haben, glaube ich, eine Flagge gehabt, ne? Ja, eine Level 1er Gold. Boah, aufsammeln, nehmen wir mit. Ich hole mir mal die Chains raus von denen. Rest brauchen wir nicht. Oh, und dann fahren wir mal weiter, ne? War sehr unlucky für ihn. Ja. Da können wir nichts für, ne? Also. Hier ist eine Fleet hinter der großen Wolke gewesen. So ist das Leben. Dr. Klokopf. Ja. Warum steht der auch auf unserer Insel? Der hat sich wahrscheinlich selbst sehr erschrocken, dass wir plötzlich da waren. Du benutzt aber nicht die Blitz-Sniper, ne? Nee. Warum nicht? Die ist geil. Die versperrt mir die Sicht zu viel. Die versperrt dir zu viel die Sicht?
Ja, das Zielfernrohr ist so groß bei der. Mist, ich hab Kettenkugeln schon in der Tasche. Ich geh noch mal rüber, ich guck mal, ob ich da was kriege auf der Insel. Jo. Vielleicht ein paar Kettenkugeln. Davon haben wir nämlich jetzt nicht so viel wie gestern. Ich hoffe, irgendwann überarbeiten die auch mal so ein bisschen die Map. Inwiefern mehr Inseln oder? Ja, oder mal Inseln austauschen so. Oder ein neues Gebiet, weißt du? Ja. Links von uns ist ein Feuertornado wieder. Zwei Kettenkugeln, oh. Bonecrawler. Ich auch mal mit. Ananas kann ich aber leider nicht mitnehmen. Ich habe Fleisch komplett. Kommt zurück. Ich habe ein paar Kettenkugeln. Ein paar. Sollen wir zu dem Tornado fahren? Ja. In der Hoffnung, dass dort auch mal Leute sind. Ah, guck mal, hier sind aber auch nochmal 9 gewesen. Das heißt, wir haben jetzt 27 Kettenschuss. Das ist eigentlich nicht wenig. Ich habe auch noch mal 5. Ich habe auch 4. Ich leg euch noch eine Schlafkugel rein, da kann einer die schießen mal. Kannst kaufen, Seth. Das ist ein neues Set, das rausgekommen ist zum Kauf. Gibt sogar ein Schwert, wenn du dir das ganze Set holst. Finde ich jetzt aber nicht so geil. Die Sniper ist das geilste von dem Set.
So wie es aussieht, ist gar keiner beim Tornado. Was ist denn mit den Leuten los? Die wollen alle nicht das Golden Glory Wochenende ausnutzen. Ja, wenn die lieber das Doppelte machen für ihr Geld. Warum bist du eigentlich so verwöhnt in der Sea of Thieves Community? Verpönt. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Das steht eine Brick, glaube ich. Ja? Ja, das ist da gerade hingefahren. Okay. Ich sehe noch nicht wo. Keine Ahnung, Leopold, will ich mich jetzt auch nicht mit beschäftigen. Interessiert mich nicht, ob mich irgendwelche Leute feiern oder nicht. Die machen den Boss mit der Kanone. Vorderes Segel hoch machen. Nee, warte noch. Jetzt könnt ihr, glaube ich, langsam hoch machen. Ich möchte direkt rüberschießen, oder? Würde ich sagen. Ja, mach. Bis die dabei haben, die noch geankert. Ja, schieß dich rüber. Die reden im Voice Chat. Einer down. Sind. Noch einer down. Auch noch vom Boss attackt. Connected der? Ja.
Oh. Wieder down. Ja, also die sind nicht so erfreut darüber. Regen die sich gerade auf? Ja, also die wirken sehr gebrochen jetzt. Das sind die nächsten Spieler, wo ich verpönt bin. Das sind Sank. Aber ich habe nur zwei am Schiff gesehen. Moin, Stunner! Jetzt sind wir gefokust. Ja, dann geht mal hin und attackt den Boss. Oh, ich schwimme rüber. Oh, der geht auf mich. Du kannst auch schon rüber, Noah. Du brauchst nicht hier gerade rumstehen. Schwert nehmen und rüber dashen. Hier ist noch eine Mermaid auf jeden Fall im Wasser. Bisschen näher noch. Ich mach das mit dem vorderen Segel. So. Ah, nice. Zu Chainshots sag ich nie nein. Moin, Seberet. Ja, nice, Klaas. Guten Hunger. Crap. Ich bin tot. Ich auch. Dann hole ich mir jetzt mal einen Dings. Schwert und dann komme ich. Wir müssen nur gucken, ob gleich von irgendwo eine Brick kommt wieder, ne? Dann. Jo. Oh, und der hat auf unser Schiff geworfen, aber nicht getroffen.
Ich bin tot. Letzte Phase. Das könnten sich hier treffen. Moin Bieromanze, alles gut? Gut, gut. Zwar nicht so gut wie gestern. Gestern haben wir 5 FOF bekommen. Heute sind es erst 1, ne? Oder 2? Ja. Ne, 1 hatten wir, glaube ich, erst, ne? Ich glaube 1. Genau, das andere, da haben wir ja die nicht gekriegt. Jo. B-Erdem. Oh. Haben wir alles? Zeigkisten stehen hier noch. Auf der rechten Seite vom Schiff. Da kommt noch mal eine Kiste. So. Schüsse? Ja, geschossen. Ja, Schiff kommt wieder, Brick von linker Seite. Ist gerade bei der Insel. Die ist close. Ja, ja, wir drehen jetzt. Die werden erstmal noch nicht so viel machen können. Die haben angelegt. Ah, einer wollte zu uns rüber schwimmen. Endlich haben wir wieder welche. Die sind so gebrochen, glaube ich, jetzt. Ich glaube, da hinten in die Richtung ist sogar ein Outpost, wenn ich mich nicht irre. Ich switch jetzt erstmal, denkt an Supply, ne? Alles nachbestücken wieder. Wir haben vorne diese Explosiv-Chest. Also ich würde sagen, wenn wir gleich an einem Outpost langkommen, dann springt einer ab und tut die eben wegbringen. Ja. Wir können uns ja, kann die ja explodieren lassen und dann einfach... Einfach zu den Gegnern an Bord bringen. Ihr müsst dran denken, das Segel vorne runter zu machen, ne? Ah ja, ja. Was sind denn die hinter uns? Ich sehe die nirgendwo.
Vielleicht gucken die noch, ob die noch Loot hatten auf der Insel. Also ich sag so, wie es ist. Die sind auf jeden Fall dann auch an der Insel, weil der Name kommt. Ja, ich sehe die da. Ich würde sagen, wir verkaufen und fahren wir hin und versenken die nochmal, um denen so da richtig den dabei. Rest zu geben. Aber die sind doch friendly. Haben die das wieder gesagt? Ja. Ich erkenne leider nicht, ob die zu uns fahren oder weg von uns fahren. Vordere Segel hoch. Ich glaube, die kommen zu uns. Bring die Kiste weg. Jo. Die sind eh schlecht. Ne, so wie es aussieht, fahren die jetzt weg. Die suchen sich, ja. Die suchen sich andere Leute, wo sie versuchen, ob sie freundlich sind. Mir sieht es so aus, als ob die da geankert haben. Die stehen da einfach rum. Chainshot. Bist du gerade mit der Lagerkiste unterwegs? Nee, ne? Keiner. Nee, keiner von uns. Geh Segel runter. Das hintere kann schon einer runter machen. Jo.
Das ist der Mond da hinten. Ich dachte, da wäre irgendein Fort oder so. Die haben aber geankert. Also die stehen da dauerhaft. Na, vielleicht haben die irgendwie, weiß ich nicht, sind die an der Insel oder mitten im Meer? Nee, die stehen einfach mitten am Meer. Oder ist da ein Schrein? Das kann sein. Da ist ein Schrein hinter Shipwreck Bay. Wollen wir einfach auf deren Schiff und das Schiff wegfahren lassen? Wenn die im Schrein sind, ja, ich kann jetzt nicht. Wenn die am Schrein sind, können wir das machen, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich der Schrein, ja. Dann flamen die sich gegenseitig, wer, warum die nicht geankert haben. Nee, ich würde sagen, wir warten da sogar, wenn die den Stuff dann da reintun und rausholen und den ihr Schiff weg ist, dann tun wir den einfach hucken und fahren wieder weg und geben den nach. Ja, das ist der Schrein. Jetzt sieht man es auch. Ja. Hier ist einer im Wasser. War der im Wasser oder haben wir die aus dem Tempel rausgeholt? Ich glaube, das war aus dem Tempel. Das vordere Segel hoch. So ein einer kann jetzt rübergehen. Ich geh rüber. Aber dass die auch alle drei dann runtergehen, wenn die wissen, dass wir in der Nähe sind, also. Soll ich den Anker hochmachen? Ja, ja. Das Schiff, lass das Schiff wegfahren. Also wir könnten auch einfach so ein Sprengfass, was hinter uns im Wasser ist, auf den ihr Schiff machen, warten, bis die hochkommen. Und wenn die an Bord sind, einfach auf das Fass snipen. Nee, ich glaube, es ist viel lustiger, wenn denn ihr Schiff jetzt einfach die ganze Zeit fährt. Oh, was ist das für ein Geräusch? Die haben den Schatz. Nee, och nö, da kommen diese doofen Sirenen und schießen auf uns. Ja, okay, wir sollten nicht schießen. Die machen eh nichts, also die können, glaube ich, keinen Damage am Schiff machen. Nee, können sie nicht. Bist du bei denen noch an Bord? Ja, ja, ja. Ich fahr ein bisschen rum. Lenk das einfach out of map, das Schiff. Wo sind wir denn? Ist da noch einer zurückgekommen? Nee, nee. Aber auch die Hoffnung, dass sie jetzt dann die Schätze hochschicken. Lass uns mal hier eben hinstellen, so dass sie uns nicht abschießen können. Also unter Deck. Vielleicht gehen die weg? Ja. Glaub tatsächlich nicht. Lass einfach mal testen. Ein
Ist hier irgendwo ein Reaper-Schiff oder so auf der Map, wo ich hinfahren kann? Ich hab grad geschaut. Ich würde, wie gesagt, fahr das einfach out of map. Ich glaube, das ist viel witziger. Nee, ist er noch da. Ist das nicht eigentlich doppelt assi? Ja. Die gehen jetzt runter, holen die Schätze. Dann kommen die hoch, dann ist denen ihr Schiff weg, dann sind da so Mermaids, die sofort angreifen werden. Wir sind da, also ich glaube, die sind gleich komplett gebrochen. Hörst du die Schüsse? Wo kommen die her? Ah, doch, ja, die werden wahrscheinlich von unten sein. Die kann man hören, wenn man hier oben ist, teilweise. Ich glaube, die werden da auch noch ein paar Minuten brauchen, da unten. Die Mermaids sind aber jetzt weg hier. Nee, da schwimmen noch welche vor uns gerade. Okay. Wir kommen gerade wieder hoch und schießen wieder. Toll. Ja, dann sollten wir wieder runtergehen. Also dann werden, ja. gehen die weg. Ja gut, Biermromanze, aber die gehen ja wahrscheinlich mit der gleich hoch. Weißt du, wie ich meine? Die müssen ja mit der, die werden ja mit der Statue dann nach oben reisen und dann sind die Schätze ja da. Darauf nee, glaube, die müssen den Schatz abholen. Da ist eine ja. Mermaid dann mitten im Wasser und da müssen sie den Schatz abholen. Ah, aber okay. Einer kann schnell von uns hingehen, dann an die Mermaiden das abholen. Können wir das? Ja, das, ich meine, das kann jeder, ja. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sollten das auch können. Ja, vielleicht denken die aber auch, dass unser Schiff den ihr Schiff ist. Nee, aber ich glaube, die spawnen halt am Schiff, wenn die mit einer Mermaid draufgehen. Ach so. Soll ich sonst nochmal umdrehen? Ich glaube, das wird die schon sehr hart brechen, wenn die jetzt weg sind. Weil wenn die gleich aufs Schiff kommen, ja, und du bist noch auf dem Schiff, dann sag denen einfach, wir sind schon da und wir nehmen die Schätze gerne entgegen. Oh, ich sehe eine Sloop. Ich kämpfe jetzt einfach gegen das Sloop. Sicher, dass das nicht die Skelly Sloop ist, die dort ist? Nee, die ist relativ bisschen weiter weg. Okay. Oder soll ich mal da unten reintauchen? Ja, tauch doch mal rein und sag, okay. Die sollen sich beeilen. Wir sind freundlich, wir warten auf den Loot. Wenn jemand von denen aufs Schiff kommt, frage ich einfach, was der auf mein Schiff macht. Die sollen auf ihr Schiff zurückgehen. Hello, guys? Hello? We are waiting for your loot. Please, make fast, ja? Do you... Ja, damit du da reinkommst, musst du, glaube ich, oben gegenschlagen. Your ship is go away. Ich komm... Hallo. Sag doch hallo. Euch? Oh. Wo komm ich denn da rein? Hallo. Du musst auf den Eingang. Ist einer zurückgegangen? Why are you on my ship? Just speak French. No French. No French. Ah, okay. Warum höre ich den reden? Okay. Oh, es sind zwei hier. Kann ich die unten auch abschicken, deren Schätze? Ich könnte gehen, ja. Die Frage ist nur, wo komme ich da rein? Du musst auf diesen Eingang, also über dem Eingang ist wie so ein... Ja, so ein komisches... Ich glaube, ich hab's gefunden. Hier ist so ein Schiff, da kann man reintauchen. Ja, genau.
Wir reden Französisch, ich verstehe kein Wort. Wie viele sind bei dir? Ich glaube, die planen irgendwas. Zwei Leute sind bei mir. Nous entendons pas la du coup, si? Planen, glaube ich, irgendwas. Die wollen mich, glaube ich, töten. Auf deinem eigenen Schiff? Also ja, wirklich. Pourquoi? En gros, alors lui, je l'entends, genre c'est la traduction, mais lui, quand je parle, il s'est pas traduit. Ich höre die ganze Zeit, sind die auf dem Schiff am Reden oder wo? Bei mir sind zwei am Schiff am Reden, ja. Reden bei dir zwei? Ja, ich höre hier auch zwei, die unterhalten sich. Ja, ich glaube, das sind die bei mir auf dem Schiff. Wissen die, dass du da bist? Ja, ja. Ich lenke dein Schiff gerade einfach. Wir fahren jetzt zu einer Sloop und kämpfen gegen die Sloop. Die haben überhaupt nicht, also ich kann den ihren Store nicht releasen. Vielleicht haben die nur nichts rein. Vielleicht ist es noch im Tresor drin. Wie viel Rang habe ich auf plus? Vielleicht glauben die, dass ich einfach deren Crew gejoint bin. Hm. Also hier ist gar nichts. Die haben auf jeden Fall... Also du kannst, glaube ich, nicht an denen ihre Schätze kommen. Hm. Das ist schade. Oui, mais on a qu'à faire quoi là en fait? Mais moi je t'attends. Mais t'attends quoi? Mais là tu demandes quoi? Mais là c'est qui tout ça quoi? Hier ist auch keiner mehr von denen, also die müssten eigentlich zurück sein. Dann sind die nur zu zweit. Die reden auch die ganze Zeit Französisch, ne? Ja, ich höre die ganze Zeit. Ich höre alles hier unten, obwohl die auf ihrem Schiff sind. Wir sind so weit weg von euch. Also ich höre nichts. Die haben ja auch alles gelootet, ich sehe das. Vielleicht ist hier oben schon... Ah, warte, ich habe eine Kiste hier mit Loot. Hier ist noch ein Schädel. Ich guck mal, ob hier unten so eine Statue ist. Ich höre Franzosen reden. Ja, das sind die ja. Wir hören die ganze Zeit vom Schiff. Ich höre die über meinen Monitor, aber ich habe das Game über mein Headset laufen. Ich komme jetzt zurück auf Schiff. Die Franzosen haben dein System gehackt. Scheiße, was mache ich jetzt? Hä? Du bist jetzt einer von denen. Ey, warum kann ich die Sachen nicht in die Dings reintun? Ah. Je pense que c'est le truc le SOT macht bei mir dauerhaft Probleme zur Zeit. Jetzt! Da hinten! Das ja, da können wir den Schatz holen. Ja, das ist unser Schatz jetzt. Achso, haben wir da nur eine Kiste. Ich bin wieder zurück beim Schiff. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Jo. Halten die so viel aus? Die halten immer so viel aus. Das ist brutal. Thank you.
das da hinten ist zu weit weg. So. Wie sieht's aus mit der Franzosen-Situation? Die sind irgendwo. Als ich weggegangen bin vom Schiff, waren die irgendwo relativ nah am Rand von der Map. Okay. Vielleicht hättest du die einfach mal rauslenken müssen, ob die das merken. Okay, ich glaube, wir können gar nicht den Stuff von denen wirklich holen. Nee. Das ist ja schade. Ich glaube, da hinten ist noch eine Sache oder so am Blinken. Ja, da komme ich. Also, ich bin nicht dran gekommen. Ich glaube, das ist. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal gleich, ob wir den Server wechseln. Jo. Ich weiß halt nicht, ob die Sachen was wert sind, sonst können wir auch wegtauchen direkt. Ich glaube nicht so viel. Nee, nicht. Es sind ja nur irgendwie 3 oder 4 Sachen. Dann tauchen wir weg. War ja trotzdem eine witzige Sache. Ja. Also wäre zu geil gewesen, hätten wir die Schätze gekriegt. Aber dann wären die, glaube ich, auch richtig sauer gewesen. Ihr habt die zwei die ganze Zeit reden gehört. Ja, ich hab. Das hat sich sogar angehört, als wenn die da unten in der Höhle wären. Kannst den Chat fragen. Chat hatte ich auch gehört. Das hat sich angehört, als wenn die in der Höhle wären die ganze Zeit. Erst habe ich die auch nicht gehört und auf einmal habe ich die dann gehört, durch meinen Monitor. Das war auch ganz. Skelettfort wieder hier. Oh, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Wir gucken mal, was hier so abgeht. Ich muss das Haifleisch mal kochen unten. Das waren noch Zeiten, wo ein Skelettfort das Beste war. Das waren, glaube ich, ganz am Anfang auch die einzigen 4 Aktivitäten, die es gab. Skelettfort. Dann konntest du für die Händler die Tiere transportieren. Für die Goldsammler Goldschätze ausbuddeln und für den Seelenorden Skelette töten für Köpfe. So fing das Game an. Das war alles. Ja, das war alles, was du machen konntest. Und da gab es Leute, die haben schon auf Piratenlegende gegrindet.
Da, also das war wirklich eintönig und nervig. Alter. Und dann haben die irgendwann angefangen, dann kamen die Skelettschiffe rein. Dann haben die das immer weiter ausgebaut. Am Anfang hatte das Spiel aber echt nicht so einen guten Ruf, muss man sagen. Die Leute fanden zwar die Grafik und so geil, aber das Gameplay war halt einfach sehr stupide, weil es nicht viel gab. Ich glaube, ich hätte das Spiel auch nicht gespielt am Anfang. Moin, Dia-Schwert. Eine Riepe 1 steht bei der Festung. Ja. Wie gesagt, it's Mikai. Ich find, also ich persönlich finde das auch nicht schlimm, also mich hat es jetzt nicht so gestört. Ich habe halt gesagt, okay, ist ein bisschen wenig Inhalt, ich habe es dann immer nur so lange gespielt, wie es mir Spaß gemacht hat und zwischendurch auch mal eine Pause gemacht und dann, wenn neue Updates kamen, wieder reingeguckt, ne? Mittlerweile hat das Game aber schon gut Inhalte reinbekommen. Ist ja das gleiche auch mit No Man's Sky. No Man's Sky, am Anfang war das übelst das gehatete Game. Und jetzt ist es mit eins der beliebtesten auf Steam. Gibt ja mehr als genug Beispiele. Hand Showdown war ja auch am Anfang, glaube ich, sehr, sehr begrenzt, was den Content anging. Da haben die ja auch immer mehr reingebracht mit der Zeit. Moin Leon, danke. War das das Schiff vor uns, wo wir... Was? Das ist die Reaper 1? Das ist die. Okay, ja. Dann. Ja. Ah, jetzt sehe ich es auch. Ich bin noch mal ganz kurz weg. Jo. Machst du noch Segel in den Wind, Noah? Ja, mache ich. Kann man schon sehen? Nee, ne? Doch, da ist eine Sloop, ne? Ja, ist eine Sloop, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die sind jetzt schon Stufe 2, ob die schon aufladen, aber... Nein, der Totenkopf ist noch da. Der Totenkopf ist noch da, deswegen. Das Problem ist, Dr. Klokopf ist noch nicht da.
Müll fahre. Okay. Dann fahre ich jetzt so, dass ihr mit der linken Seite gleich schießen könnt. Vordere Segel hoch. Sind die schon am Booten? Nein. Nee. Weil die zwei sind, oder? Meinst ja. du, aber der Totenkopf ist noch da, das habe ich gerade auch gemeint. Vielleicht haben die Fässer an Bord gebracht? Das könnte sein. Aber wenn, dann werden wir es jetzt merken, wenn wir auf sie schießen. Die fahren. Nicht. Jetzt. Was bräuchte ein Hit noch? Zwei meine ich, oder? Ich habe gerade einen Kettenschuss draufgeballert. Ne, ist down, Mast, ist down. Ah, die schießen. Kein Problem. Ja, Mast wurde gefangen. Ich kann nicht schießen. Jetzt kann ich wieder schießen. Mast ist wieder down. Ich gehe rüber. Hab geankert. Bin ich hier boom. Zwei Leute am Schiff. Einer tot. Einer ist. Kommt einer Bord an oder was? Sind beide tot, beide tot. Müssen gleich Sank gehen. Hier muss ein Sank. Quizzy, dankeschön. Für deinen Support, mein Lieber. Okay, wir haben alles, ne? Hier, okay. Schauen wir jetzt wegen deren Supply. Die haben auf jeden Fall ziemlich viele Lagerkisten an Bord. Mhm. Du kannst dich schon mal, wenn du willst, rüberschießen auf die Insel, Noah. Ja, dann machst du das Event und Dr. Klokopf und ich, wir regeln das hier mit dem Supply. Moment, ist glaube ich gespawnt. Könnte meine sein, weil ich mich geschossen habe. Ach, das ist der Beiboot, ne? Ne, das muss einer von den Gegnern sein. Ist abgetaucht. Ja. Ist weg. Eine leere Lagerkiste. Wir haben sie. Fass. Boah, das ist so voll. Ja, okay, da ist gutes Essen drin, das nehmen wir alles mit. Leer. Ich brauche eine neue Lagerkiste. Sie ist auch so voll. Hm. Da sind irgendwie 500 Holz oder so drin. Warum waren die nur Reaper 2 mit so viel Stuff? Leer.
Das dauert auch wieder. Die haben ja geisteskrank Supply gehabt, ne? Ja, ja. 500 Bretter. Stacked. Also die, ja, die, nicht nur 500 Bretter, ey, da sind auch Kanonenkugeln gerade ohne Ende drin und alles. Also die haben wirklich, die waren richtig stuckt vom Supply. 53 Kettenkugeln. Junge. 53 Kettenkugeln. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Also was wir bei denen rausgeholt haben, das ist ja geisteskrank. Leer. Auch wieder eine neue Lage. Das ist schon wieder fast voll. Oh Gott, ah. Okay, da ist nichts drin. Warte mal, was ist da? Okay, das ist nur Kackfood. Kannst du drehen? Oder ich? Jo. Es sind eh nur noch drei Kisten, die da jetzt sind. Zwei und ein Stab. Die Kapitäne sind bei mir. Okay, die eine kann ich hier nicht. Die ist sogar voll. War ja entspannt. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt haben wir so viel Supply wie gestern fast. Ja. Wir müssen nur gucken. Um 18 Uhr musst du weg, Noah. Solange meine Mutter nichts sagt, passt das. Ich hab noch ein paar Sachen zu regeln, aber das geht auch später. Fahrschule geht immer. Was, Fahrschule? Oder was? Ja, seit 2 Jahren schon, also. Seit 2 Jahren schon? Ey, ja, ich habe in meiner aber auch über 1 Jahr gebraucht. Meine Theoriestunden, ich bin letzten März durch Theorie geflogen. Und dann hatte ich keine Energie mehr und Ansporn mehr. Ja. Ich habe so einen Intensivkurs gemacht. Eine Woche, boah, jeden Morgen irgendwie, ich glaube, 4 oder 5 Stunden waren das Theorie. Und dann innerhalb von einem Monat habe ich meine ganzen Praxisfahrstunden gemacht. Prüfung fertig. Ja, das ist das Lustige. Praxisfahrstunden habe ich auch schon, aber die Theorie habe ich trotzdem noch nicht. Ich habe mir da schön Zeit gelassen. Achtung, da könnt's. Das Sprengfass entspannt. Achtung, Sprengfass. Ja. Ich würde nicht du. Ich hab meins in der Luft noch gezündet, ich war ein bisschen dumm. Ich lass euch da mal in Ruhe machen, ne, und kümmere mich mal darum, hier den ganzen Supply ja zu verräumen, ja?
Achtung! Nehmen wir die Fässer mit, oder? Nee. Achtung, dann schieße ich drauf. Oder ich sehe gar keins. Also es war wieder so ein... Ja, hier sind Seelenorden. Das Gold ist wieder verpackt, man kann es wieder nicht aufhören. Ich kann es nicht mal anfangen. Nee, das hier ist das auch immer das gleiche, an der gleichen Stelle. Wo legt man hier den Stuff hin? Also wir haben 74 Kettenkugeln, nur zur Info, ne? 74? Ja, wir haben 74. Ich weiß nicht, leg den irgendwo hin, wo es schnell geht und dann hucken wir den gleich. Wo. Also an sich kann man hier rechts auf dem Stein machen. Und wir stehen... Achso, okay, wir stehen. Andere Seite, perfekt. Eigentlich ist es egal, wo wir es hinpacken, weil recht viel Loot ist eh nicht drin. Okay, ja, ich mach's immer hier hoch. Oh, ich leg's einfach direkt hier hin. Hier liegen verteilt noch ein Schlüssel und Schädel rum. Jo. Okay, ich fange an, Granatäpfel jetzt auch oben einzuräumen. Wir haben so viel da drin in der Kiste. Also der Supply ist ja geisteskrank. Warum waren dann nur Reaper 2? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Dr. Klokow. Vielleicht haben die die Flagge gewechselt. Und haben vorher eine andere gezockt. Sie haben doch eine... Das war doch eine... Wie heißt's? Ich habe es vergessen. Seelenorden, Dings. Ja, vielleicht haben die ja vorher was anderes gemacht und haben dann gesagt, komm, wir machen jetzt Reaper. Und sind frisch gewechselt. Ja, das könnte sein. Ja, das könnte sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die wiederkommen. Weiß ich nicht, müsst ihr mal im Auge behalten, ob von irgendwo was kommt, ne? Weil ich kann hier hinten sehr schlecht gerade was sehen. Also ich wäre sauer an ihrer Stelle, wenn ich so viel Supply verlieren würde. Ich glaube, wir haben auch alles. Hier sind nochmal 6 Kettenkugeln drinne. Also das sind jetzt schon 80. Das waren auch wieder eher neuere Spiele. Digga, warum haben die über 70 Kettenkugeln? Der eine hat bis jetzt insgesamt 270k verdient. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass er das jetzt nur über das Wochenende verdient hat. Ja. Hier sind nochmal 5 Ananas und alles. Ey, das ist so viel Stuff, den wir hier gerade haben.
Okay, wir haben alles, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die. Ist die Aschentruhe weg? Achso, die steht da oben, ne? Ich hab nämlich. Buddel gerade nochmal eine Kiste aus, aber die muss zum Schnitterversteck. Wir haben nochmal 4 Kettenschuss. Bin kurz weg. Das wird dauern, kurz das einlagern. Also holy shit. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Stuff. Also mit den Kettenschüssen ist geisteskrank. Wieder da. Alright. Dann fahren wir jetzt los. Die können wir dann auch verkaufen. Kann einer mal kurz eben auf Lenken aufpassen? Ich tu mal eben... Wo wollen wir jetzt hin? Oh nein. Outpost. Ich glaube, ich bin gecrashed. Ja, bin raus. Schnell verkaufen. Wo ist ein Outpost? Habe ich jetzt ein Spielcrash? Die Frage, ob ich jetzt... Ich hoffe, wir fahren jetzt nicht gegen irgendwas gegen hier. Nee. Aber du müsstest das Sitzfang eigentlich eh wieder beitreten können. Ja, müsste ich eigentlich schon. Okay, ich habe halt auch 10 Updates, die gerade gleichzeitig gemacht werden. Ich pause die mal alle. So. Dr. Klokopf, komm mal mit, ich zeig dir was. Oh Gott. Guck mal, unsere Sammlung. Weißt du, warum ich die da alle sammle? Warum? Wenn einer uns versenkt und alles schnell looten will, wird er sich richtig abfacken, weil da so viele Lagerkisten sind. Eieiei. Ich denke immer nur, wie ich die Leute am meisten nerven kann in jeder Situation. Dieses Spiel besteht für mich nur daraus, Leute abzufacken. Eieiei. Oh, ich habe aus Versehen Ammo rausgenommen hier. Die verkaufen wir auch gleich. Dann haben wir auch mal hier, guck mal, wie clean unser Schiff jetzt wieder aussieht. Und in der Mitte haben wir den geisteskrankesten Supply. Wir haben 84 Kettenschüsse da drinne. Ich sag dir das. Der nächste, der sich mit uns anlegt, der wird auf jeden Fall richtig die Kettenschüsse um die Ohren gejagt kriegen. Wir haben so viele Kanonenkugeln. Mhm. Wir können einfach Dauerfeuer machen. Egal ob wir treffen oder nicht.
sollte wieder reinkommen. Ja. Ist beigetreten. Okay, einer muss jetzt das vordere Segel hochmachen. Bin schon dabei. Noch habe ich Loading Screen. Okay, ich guck, dass ich das hintere mache. Ah, okay, du kommst auch dazu. Perfekt. Warte, warte, warte. Wir drehen noch ein bisschen. Sind eh sonst zu langsam. So. Oh, mal gucken, ob es passt. Ich glaube, war zu weit. Ah, nein. Wir sind mit der Spitze vorne. Egal. Passt, passt. Machen jetzt hier. Zack. So. Wie zu steil. Auf dem Zelt sollte es gehen. Immer noch zu steil. Oh Gott. Alright, sollen wir tauchen gleich? Würde ich sagen, ist, oder das Feuertornado wäre close. Ah, ich würde sagen, das ist über Tauchen. Schlafwandler, oh, moin! Ja. Ist schon was drauf? Nee. Wir haben anscheinend noch Stuff an Bord. Wie? Haben die Nachricht? Haben wir aber nicht. Vielleicht, die Schnittertruhe, die wir drüben liegen lassen haben. Ich habe da im Wasser so eine Kiste hingeworfen, die wir nicht abgeben konnten. Achso, ja, das war die Schnitter. Thank you.
Ich habe einen Escape Bug, ich kann gerade nichts machen. Dann ertränk dich. Nee, man kann auch Escape und Tab spam, dann geht's wieder. Ist auch ein Trick. Ganz okay. Schnell hintereinander, ist wieder weg. Hm, dann gucken wir mal. Also hier scheint jetzt auch nicht so viel los zu sein, ne? Ein Geistertornado ist wieder. Naja. Ich schau mal auf der Karte, ob hier irgendwie Reaper ist. Nichts. Liegt. Wir tauchen nochmal. Wir tauchen nochmal. Tauchen macht Spaß. Ich finde Tauchen schön. Dr. Klokov, wie findest du Tauchen? Ich finde Tauchen ganz toll. Ich kann jedes Mal auf der Insel einen aschgrauen Hüter töten, weil der irgendwie immer spawnt, wenn wir auftauchen. Da ist wieder ein Geistertornado. Das kann nicht dein Ernst sein. Schaffen wir das, Jana? Okay, da an dem Outpost ist nichts dran.